Wenn du Work-Life-Balance hörst, was geht dir da durch den Kopf? Kriege ich rote Punkte. Und nein, es ist skurril, weil ich hätte wirklich einen Kummer, wenn ich meine Arbeitszeit von der Lebenszeit wegstreichen müsste. Ich war echt traurig. Also ich möchte nicht unterscheiden zwischen Arbeit und Leben. Also das gehört hoffentlich zusammen. Und ich habe eine Frage immer, die ich sehr gern Menschen stelle, ist, würde Geld keine Rolle spielen? Also sagen wir, das Geld ist abgeschafft. Einfach ist, würde Geld keine Rolle spielen? Würdest du deshalb genau das Gleiche tun, was du jetzt tust? Das ist spannend, weil da wird es oft ganz ruhig im Raum, da werden die Blicke oft traurig, es gibt auch Nicken und Strahlen, also genau das. Und das zeichnet uns Sportler schon ein bisschen aus, weil du fängst mit was an, wo du keine Ahnung hast, wie es ausgeht, wo du keinen Groschen verdienst. Und auf deiner Sportart wirst, wo du weißt, selbst wenn du Weltspitze wärst, wirst du auch nicht wahnsinnig ein fettes Konto haben. Und du tust es deshalb, weil es das Herz aufgeht, wenn du es tust. Und der Udi Jürgens hat einmal gesagt, wenn er ein Tischler geworden war, dann war er wirklich ein guter Tischler geworden. Weil dann hätte er auch das gemacht, weil er es richtig gern macht. Und ich glaube, auf das können wir auch vertrauen. Wenn wir das tun, wo uns wirklich das Herz aufgeht, dann ist auch dieses Üben und diese Entwicklung ein freudvoller Prozess. Und dann bist du unweigerlich gut in dem, was du tust. Und darum stehe ich einfach für diesen gesunden und freudvollen Erfolg. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.